Heute möchte ich mit dir gern mal ein Thema ansprechen, womit du dich wahrscheinlich schon oft beschäftigt hast. Das Thema Vergebung. Mir ist da bei mir selbst, aber auch bei vielen Menschen etwas ganz Entscheidendes aufgefallen. Sie lernen mit der Zeit zu vergeben. Ihrem Vater, ihrer Mutter, all den Menschen, die ihnen Verletzungen zugefügt haben. Doch die wenigsten vergeben sich selbst. Es scheint für uns Menschen wesentlich schwieriger zu sein, uns selbst zu vergeben. Warum ist das so? Warum können wir einem anderen Menschen leichter vergeben als uns selbst? Geht's dir auch so? Wir sind meistens mit uns selbst, gehen wir viel, viel härter ins Gericht. Ich glaube, dass das mit dem Thema Schuld zu tun hat. Ich glaube, dass wir durch unsere Vorfahren oder Ahnen oder durch unsere Prägungen mit dem Thema Schuld immer wieder konfrontiert wurden. Und Schuld ist eine unfassbar schwere und zähe Energie. Schuld ist wie eine Hürde, über die wir einfach nicht drüber kommen. Wir wollen uns so gerne selbst lieben. Wir wollen so gerne in den Frieden kommen. Wenn aber da diese Hürde der Schuld in uns besteht, haben wir keine Chance. In Wahrheit ist das aber alles eine Lüge. In Wahrheit existiert keine Schuld. Es gibt so etwas wie Schuld nicht. Wenn wir eines Tages diesen Körper verlassen, wird es dort niemals eine Instanz geben, die uns Schuld zuspricht. Es gibt niemand, der uns dort bewertet. Sobald wir diesen Körper verlassen, tauchen wir in bedingungslose Liebe ein. Und der einzige, der dann über dich selbst urteilen könnte, wärst du eventuell selbst. Aber so etwas wie Schuld existiert nicht. Gott oder die Seele oder die Quelle ist einfach nur liebend, ohne Erwartungen. Also warum glaubst du noch an Schuld? Warum hast du vielleicht noch diese Hürde in dir? Für mich ist die einzige Erklärung, weil es uns eingeredet wurde, weil es uns erzählt wurde. Und wir glauben daran genauso hartnäckig, wie wir glauben, dass unser Körper ab einem gewissen Alter sterben muss. Auch das ist für mich eine Illusion. Denn unser Körper könnte 400 Jahre alt werden, aber das ist ein anderes Thema. Lass uns über Vergebung sprechen. Das Allerwichtigste in deinem Leben ist, dass du begreifst, dass du dir nichts zu vergeben hast. Dass es gar nichts gibt, was du dir vergeben müsstest. Denn egal, was du getan hast oder auch nicht getan hast, das waren alles Entwicklungsschritte auf deinem Weg zu dir selbst. Und es ist eigentlich auch egal, was dir jemand anders getan hat. Denn auch das waren aus einer höheren Warte aus betrachtet eigentlich nur
Hilfsmittel, damit du dich entwickelst, damit du in deine Kraft und in deine Stärke kommst. Vielleicht kennst du den Begriff des Arschengels. Den finde ich da ganz passend an der Stelle. Sei doch mal so lieb und beschäftige dich mit dem Thema, mit diesem Impuls, den ich dir heute gebe. Prüf mal nach, wo du dir nicht vergeben kannst. Und fühl mal rein, warum nicht. Fühl rein, warum du so streng zu dir bist. Und vielleicht kannst du es dann schaffen, dass du deine Augen schließt, in dein Gefühl gehst und einmal wie eine liebevolle Mutter oder wie ein liebevolles Wesen auf dich selbst guckst und dich selbst mal in den Arm nimmst und dir vergibst. Was dann übrig bleibt, ist Liebe. Bis zum nächsten Mal. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du kein weiteres verpassen möchtest, dann abonniere hier diesen Kanal. Dann bekommst du als allererste die Nachricht, wenn ein neues Video online geht. Ich würde mich freuen.